Frau Groth, Sie kommen gerade aus der türkisch-syrischen Grenzregion zurück. Wir lesen heute, dass die Stadt Kobane, die kurdische Stadt Kobane, kurz vor dem Fall steht, bald von den ISIS-Kämpfern eingenommen werden soll. Wie kann es denn dazu kommen? Denn es gibt ja eine westliche Allianz, die dort Bombenangriffe fliegt auf die IS-Stellungen, und es gibt die kurdischen Kämpfer. Wieso also der Fall von Kobane? Das ist eine gute Frage, würde ich ja mir selber auch gerne beantworten. Also ganz klar ist, das haben uns auch die kurdischen Genossinnen und Genossen gesagt, es ist einfach zu wenig Munition da. Ja, die haben immer gesagt, wir brauchen schwere Waffen, um die Panzer und diese schweren Waffen der ISIS und IS also unschädlich zu machen. Das ist ein Punkt. Ja. Dann natürlich haben wir immer wieder Hinweise gehört, dass wirklich die Türkei oder die türkischen Behörden da in der Region IS noch unterstützen, logistische Hilfe geben, Verletzte wohl rausholen und pflegen. Ich meine, man muss sich vorstellen, da ist da dieser Hügel, da sind da Dutzende von Panzern und wahrscheinlich Tausende von türkischen Soldaten. Die gucken dazu. Ja? Und man hört dann den Raketeneinschlag und so weiter und so fort. Nun gab es ja in den vergangenen ein, zwei Tagen in der Türkei auch Proteste. Wir haben heute gelesen, dass 12, vielleicht 14 Menschen dort erschossen wurden, Kurden erschossen wurden in der Türkei. Welche Konsequenzen wird diese Gemengelage denn für den türkischen Staat haben? Gute Frage. Das ist eine äußerst gefährliche Situation jetzt. 20 Millionen Kurden und Kurdinnen wohnen in der Türkei. Und wenn die jetzt merken, dass sie eigentlich von der Regierung im Stich gelassen worden sind, viele haben damals den Erdogan gewählt, ja, weil er natürlich Autonomie und versprochen hat. Und jetzt sehen sie die aktuelle Politik, ja, die müssen sich ja total verarscht vorkommen, ja, Entschuldigung für das Wort, aber und verraten und verkauft. Und da ist ein unglaublicher Frust. Ja, und natürlich auch eine wahnsinnige Wut, was sich jetzt entlädt auf türkische Regierung, aber auch auf die Verbündeten und so. Sagen wir, was bringt denn das, diese US-Schläge? Und warum habt ihr so lange zugeguckt? Ich meine, IS ist ja nun nicht seit gestern, ja, sondern man hat sie gewähren lassen in Syrien, immer in der Hoffnung, Erdogan sagt das ja auch ganz offen, den Assad da wegzukriegen. Also das ist verrückt eigentlich. Die ganze Gemengelage ist scheußlich. Nun sind Sie Mitglied im Humanitären Ausschuss des Bundestages, waren in dieser Funktion auch vor Ort. Wie beurteilen Sie denn die Lage dort an der Grenze? Es ist ja so, dass der Winter naht, dass dort Zivilisten auf syrischer Seite ausharren, wenige wohl in die Türkei gelassen werden, die Grenze immer wieder geschlossen wird. Wie ist die Situation der Menschen vor Ort? Also, wir haben die Bürgermeisterin getroffen von Suruç, die sagte, es sind ungefähr 30.000 bis 40.000 Flüchtlinge in Suruç. Wir haben die, man muss sagen, selbstverwalteten Flüchtlingscamps gesehen, mit Zelten, nicht von UNHCR, sondern vor Ort gefertigte. Es ist eine unglaubliche Solidarität der lokalen Bevölkerung. Es ist alles von Spenden, aber nichts von internationalen Spenden, sondern von den lokalen Leuten oder aus der ganzen Türkei kommen die Leute und bringen irgendwas. Das ist ja, der nahende Winter ist eines der Hauptbesorgnisse, muss ich sagen. Die brauchen jetzt winterfeste Unterkünfte. Das ist also ganz, wurde uns mehrmals gesagt, seht zu, wir brauchen Container, wir brauchen Matratzen, wir brauchen Decken, trockene Lebensmittel, Medikamente und. Und wir drei MDBs, die ja jetzt da waren, haben also vereinbart, einen Spendenaufruf, Hilfe für Suruç loszulassen, das noch diese Woche, dass wir also doch sammeln und Geld. Aber durchaus auch, also wir wissen ungefähr, wie viel Container jetzt kosten und so. Also das muss anlaufen, ansonsten sehe ich da relativ sehr dunkel. Aber man muss auch die internationale Gemeinschaft an die appellieren. Das werde ich auch heute im Menschenrechtsausschuss tun. Ich meine, ich habe zwei Autos vom Deutschen Roten Kreuz aus Heilbronn gesehen. Die stehen da auf dem Campus, aber dürfen nicht benutzt werden. Die türkische Regierung hat es verboten. Jetzt wollen wir herausfinden, wieso, weshalb, warum. Völlig absurd. Aber ansonsten von internationalen Organisationen oder so niemand. Sie plädieren also für humanitäre Hilfe. Ist das auch eine Gegeninitiative zu einem Vorstoß von 14 Abgeordneten und anderen Vertretern der
Linkspartei und Linksfraktion, die gestern ein Eingreifen der UN gefordert haben, ein militärisches Eingreifen nach Kapitel 7 der UN-Charta, was ja in der Linkspartei und in der Linksfraktion ein sehr umstrittenes Thema ist. Wie sehen Sie diese Initiative, wie sehen Sie diesen Vorstoß nach Ihren Erfahrungen vor Ort auch und welche Alternativen gibt es? Also ich war ja nun bei dieser Fraktionssitzung nicht dabei, muss ich leider sagen, weil ich ja noch im Flugzeug saß und das danach gehört habe. Also wir haben unseren Spendenaufruf ja quasi unabhängig von diesem Initiative da gemacht und von daher ist es etwas anderes. Aber ich meine, diese Initiative der 14 Abgeordneten stößt bei mir total auf Ablehnung. Ja. Ich sage immer, es gibt in dieser Region mehr Waffen als Brot. Ja, stimmt ja auch. Und mit Waffen kann man nun keine humanitäre Hilfe bringen. Ja? Da muss man Decken haben. Und also von daher halte ich diese Initiative wirklich für schlimm. Ja? Also ich bin gegen Waffenlieferungen und in der Situation wirklich ist das Gebot der Stunde, humanitäre Hilfe zu leisten. Vor allen Dingen vom Westen, von den Deutschen, die das ja immer so hochhalten. Ja?